Na dann. Ja, der gute Mann hat nämlich heute sein Planungsgespräch gehabt für seine Dingensbummens. Tage, das ist okay. Ich komme auch 14 Tage ohne Job. Gut, da haben wir natürlich noch ein bisschen Einarbeitungsphase, wenn man so will, oder wie man es auch nennen möchte. Also man wird ja jetzt nicht von jetzt auf gleich hoppala reich von dem Scheiß. Aber könnt schon dann bald spannend werden. Wenn Sie mir folgen wollen? Jawohl. Ich folge schon die ganze Zeit. Gerade eben habe ich gedacht, wo wir so hintereinander herfahren. Endlich in Ruhe Kolonne fahren, ohne dass einer motzt. Exakt. Jetzt blenden Sie bitte die Hintergrundmusik vom Nachtclub aus. Aber so eine Garagenhalle wie hier werden wir wohl bekommen. Na, das ist doch schon mal schick. Richtig, und das Schickste folgt hier oben. Das Büro. Na, das macht doch was her, Herr Gaski, also hallo. So wie ein kleiner Raum zum Sitzen. Das ist eine sehr interessante Tischkunst. Nicht wahr? Ich nenne es Moskau auf Metall. Okay. Ausgangsbasis der Architekten. Ich denke, damit werden wir durchaus arbeiten können. Genug Platz für unsere Fahrzeuge, ein kleiner Besprechungsraum, etwas zu trinken. Das ist nicht übel, Agoski, das ist nicht übel. Ich bin begeistert. Das freut mich. Den LKW ditch auch nehmen. Ich würde sagen, die Ware reicht. Leider gibt es ein Problem mit der Waffenlieferung, sodass wir wahrscheinlich am Anfang nur Pistolen haben werden, aber das wird sich langfristig hoffentlich klären. Ja gut, das ist ja, ja. Hoffen wir, dass wir sie eh nicht brauchen. Das ist richtig, wir wollen sie ja auch gar nicht brauchen, wir haben sie ja nur für ein... Ja, aber andersrum, wenn ich wieder denke, also jetzt, was dort im Arm Chris passiert ist, dann wäre das echt nicht falsch und noch ein bisschen mehr. Aber gut, man muss uns ja als Sicherheit auch erstmal etablieren, ne? Da kann ja sonst jeder kommen und sagen, ich mache als Sicherheit und krieg dann die große Waffenlieferung und alles. So, muss man eins noch im anderen. Richtig, aber Schusswesten werden wir auf jeden Fall bekommen. Das ist ja praktisch. Ich habe gesagt, auf das Leben meiner Mitarbeiter lege ich sehr viel Wert. Das ist sehr löblich und ich habe jetzt auch heute mal endlich mal den Benzinkanister in meinen Kofferraum und jetzt brauche ich was anderes, um meinen Rücken zu stärken. Sehen Sie, schwere Westen helfen. Richtig, doch wünsche ich wieder ein Kreuzkrieg. Das mit dem Fuhrpark ist noch in Klärung, eventuell muss ich da selber noch ein paar Fahrzeuge beschaffen, aber das wird sich alles im Verlauf der nächsten Wochen zeigen. Jetzt bin ich aber neugierig, was haben wir da hinten noch? Oh, schicker Aufzug. Nicht wahr? Wie gesagt, wir werden hier eventuell Waffenkammer haben oder so, aber momentan ist das Flugzeug. Okay, das ist auch ein interessanter Raum. Oh, das Klo ist hier. Da steht die Toilette. Die Toilette ist auch wichtig. Stimmt, deine Toilette ist wichtig. Weil die ein wenig groß sind für unsere Zwecke. Einer muss zuerst gehen. Au!
Ja, das ist das auch ordentlich. Gut, da muss man mal ein bisschen reine machen und ansonsten finde ich die Farbgebung nicht die richtige, aber das ist doch klar. Aber wie gesagt, das hier ist ja auch nicht unser Gebäude. Das sieht ihm doch Richtig. sehr ähnlich. Das ist wahnsinnig laut, da versteht man auch seine eigenen Worte, aber hier ist auch meistens was los, so. Was ein Party. Ah, ich verstehe. So, wahnsinnig laut da drin. Richtig, da pumpen einem ja die Ohren. Aber ich war ja noch ein Gamer, ein Nachtclub oder so gewesen. Oder überhaupt irgendwie. Ich war ja auch noch nicht im Bahama Mama. Also ich komme ja zu nichts. Na, ich habe eine Feiernacht im Bahama Mama verbracht. Noch unter den alten Besitzern. Aber wie gesagt, in unter 2 Wochen wird das wohl eingerichtet sein vorerst. Und dann können wir ja nochmal, wie sagt man, über Internet die Details besprechen. Ja, genau. Und ansonsten, ja, dann haben wir vielleicht auch da erstmal was zu tun. Also ich weiß ja nicht so mit der Einrichtung, ob das alles so fertig ist oder man muss mal gucken. Ich meine, ich renoviere ja auch gerne mal. Aber das wird wahrscheinlich alles von der Firma gemacht, ne? Normalerweise müsste es komplett Paket sein, was kommt. Wir werden am Anfang dann unsere Zeit mit Trainings und Kontakte knüpfen verbringen. Auch das ist gut, ja. Training ist ja dann auch gut, genau. Richtig. Und die ersten Aufträge annehmen, damit gleich mal wenig Kasse in die Geld kommt oder umgekehrt. Richtig, genau. Ja, da sind wir mal gespannt. Da sind wir. Ich werde sie natürlich auf dem Laufenden halten, wie gesagt, im Notfall per E-Mail. Ja. Wenn sie gerade nicht erreichbar sind hier. Richtig, genau. Im Moment habe ich ja viel Zeit. Haben wir ja beide. Da haben wir. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was ich heute noch damit anfangen will. Ja, das geht mir ja gerade auch so. Ich bin jetzt extra zum Tacoman gefahren und mal da so ein bisschen noch. Auch mit der RCLS-Jungs schwätze ich auch mal gerne, aber jetzt ist Chris im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob der jetzt besucht werden kann. Ich will den ja jetzt auch, also noch zu einem. Der ist ja jetzt auch erstmal belastet genug. Natürlich. Oder, ja. Ich habe mir ein paar Wagen beim Gebrauchtwagenhändler angesehen und die Kosten überschlagen, um mal zu gucken, was eventuell zukommt. Und ansonsten gibt es für mich heute Abend eigentlich auch nichts mehr zu erledigen. Nee, nicht so wirklich. Ich hab jetzt auch. Ja. Ja, dann wenn man so ganz gar keinen Job hat. Ich habe jetzt aber auch keine Lust auf diese Baustellen oder auf was weiß ich, was wenn nee, die Dönse. Ich wollte jetzt auch nicht mehr. Na, ich muss auch sagen, also wenn jetzt Moskau wirklich innerhalb der nächsten 14 Tage sich meldet, sicherlich braucht das auch noch einen Moment, bis man da vielleicht irgendwie Geld machen kann. Aber ich habe genug, dass ich mir jetzt einfach auch mal dreist sagen kann, dann habe ich jetzt halt eben mal 2-3 Wochen Urlaub. Warum auch nicht, Herr Sohn? Warum auch nicht? Richtig, genau. Vielleicht, wenn das Wetter mal schön ist. Und jetzt vorhin kam auch wieder so ein Regenguss runter. Es war eklig. Dann kann man auch immer noch einen Angelausflug machen oder sonst was. Da, vielleicht, wenn das Licht noch ein wenig heller und das Wetter ein wenig trockener. Richtig, genau. Ja, zur Dämmerung mache ich auch keinen Angelausflug mehr. Ich wollte mal auch immer mal, also ich bin ja auch so ein Wandermensch, ich wollte ja auch immer mal auf den Mount Chiliad hoch. Aber ich weiß, auch das ist natürlich bei Tageslicht schöner. Richtig. Mache ich vielleicht irgendwann auch mal, wenn ich weit genug bin und nicht Gefahr laufe, wieder umzufallen.
vielleicht auch irgendwann mal so als Trainingseinheit, da fahre ich da mal hin und laufe da mal hoch und hin und wieder runter. Oder mit dem Fahrrad, ist auch gut, ja. Vielleicht mal ein Betriebsausflug da. Quasi, ja. Fahrradtour den Mount Chill, doch, das wäre mal Idee, ja. Da müsste ich aber vorher, glaube ich, echt trainieren. Ich glaube, das macht meine Kondition gerade noch nicht mit. Aber ich wollte auch immer mal gucken, da am Strand mit dem Fitness-Dings, dass ich da mich mal anmelden kann. Hat ja leider zu zur Zeit. Ja, ist richtig, das ist halt blöd, ja. Müssen sie frei trainieren. Wahrscheinlich verleihen die auch keine Fahrräder zur Zeit. Das war auch blöd. Nicht mal so ein Fahrrad kostet ja nicht viel. Kommen sich auch ganz kurven. Ich habe ja jetzt eine Garage, da kann ich noch auch ein Fahrrad neu stellen. So, da. Na gut, das ist jetzt halt blöd, mein Auto ist halt so klein. Ich kriege jetzt das Fahrrad auch nicht irgendwie an das Auto, da kann ich nur von hier aus bis. Da muss ich ja erstmal ewig lang bis zum Mount Chiliad fahren, bis ich überhaupt da bin. Gott, ich kriege halt das Fahrrad gar nicht da hoch. Oder sie fahren zu einer Parkgarage in der Nähe, wo sie vorher das Fahrrad parken lassen. Ja, richtig, das wäre eine Idee, genau. Ich könnte ihnen sonst noch mein LKW anbieten, aber es könnte unnötig aufwendig sein. Das klingt allerdings unnötig aufregend. Aufregend ist es auch, aber aufwendig, meine ich. Bitte, mein Gedanke auch. So, mal schnell den eingepackten Taco verputzt. Ja, also jetzt, bevor wir Wurzeln schlagen, was machen Sie noch? Ich habe ehrlich gesagt keine Idee. Ich habe gerade, also halt bin ich echt irgendwie so ein bisschen so, ich weiß nicht. Ich habe nicht mal jetzt gerade den großen Drang zum Krankenhaus zu fahren und der Frau König Hallo zu sagen. Und das habe ich eigentlich immer. Das will definitiv etwas heißen dann. Das wird heißen, dass ich halt echt extrem gelangweilt bin. Der Vorteil hat so, direkt hinter uns ist ein Parkhaus. Ja. Da könnte man theoretisch einfach den Wagen abstellen und sich eine Weile aufs Eucheln hauen. Ja, ich glaube, aber ich würde eher dann einfach nach Hause fahren. Ich habe ja ein Häuschen, da muss ich ja nicht im Parkhaus schlafen. Natürlich. Ja. Das können Sie natürlich auch machen. Fahr vielleicht doch noch mal kurz durch die Stadt, guck mal beim Krankenhaus vorbei, vielleicht hört man was von Chris und sonst und dann emporen, ab nach Hause und die Füße hochlegen. Ich meine, man muss ja auch mal die Füße hochlegen. Ist ja auch mal nicht falsch. Man kann ja nicht jeden Tag Action haben. Man muss auch mal den Hobbys zu Hause nachgehen, das werde ich machen, denke ich. Richtig, genau, ja, auch einfach mal, vielleicht auch einfach mal wieder, keine Ahnung, sich mal vom Fernseher knallen und einfach mal nichts machen, ne? Man ist ja immer mit echt noch beschäftigt. Auch das ist eine Möglichkeit, Herr Zorn. Auch das ist eine Möglichkeit. Und es wird neblig für den Rest des Tages. Das ist ja ekelhaft. So. Wenn Ihnen das Fernsehschauen zu langweilig ist, rufen Sie an. Vielleicht können wir was gemeinsam unternehmen. Ja. Mal gucken. Ansonsten, ja. Ja, ach, findet sich eine Möglichkeit. Nicht wahr? Melden Sie sich einfach, Herr Zorn. Oder schreiben Sie SMS, wie Sie wollen. Genau. Dann wünsche ich noch gute Fahrt. Das würde ich so auch sagen und ja, freuen wir uns auf Moskau. Da, auf Moskau. Tuck. Kann das sein, dass Discord noch an ist? Dass jetzt blöde Nachrichten kommen. Ja, ich weiß. Ich weiß natürlich genau. Stance. Welche Anspielung er da macht. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt auch schon auf 10 Uhr zugeht und es wäre halt wirklich, ehrlich gesagt, mal nicht falsch, einfach mal nichts zu machen. Vielleicht wirklich irgendwie mal so eine Rechnerpause zu machen. Es war gemütlich von Fernseher zu knallen und ja, keine Ahnung. Mal die Füße hochlegen und sonst was, weil ich bin jetzt momentan wirklich die letzten Wochen dauerhaft am Rechner.
irgendwas immer am Machen, entweder am Streamen oder hier in GTA mich am Rumquälen, zwischenzeitlich Videos bearbeiten. Ab und zu wird mir dann auch mal 1-2 Minuten zwischendurch, wenn man so will, und kann auch mal bei anderen in den Stream gucken. Aber ja, ups, ja, man muss halt echt mal auch mal irgendwie mal was anderes machen. So. Einen Boss mache ich jetzt aber noch. Einen Boss mache ich noch. Das habe ich ja auch irgendwo versprochen, nicht wahr? Ich habe sowieso auch bald wieder Hunger. Entweder die Frau König ist da, dann bringe ich ja ein leckeres Sandwich von einem Freund hier mit. Oder so ist halt nicht da, dann esse ich selber, nicht wahr? 5-3 Stück, das passt gerade. So, dann düsen wir mal ab in die Stadt und gucken, ob mal der Frau König da ist. Jetzt, wo ich eben über der Frau König geredet habe, jetzt frage ich mich doch, ob sie da ist. Jetzt bringe ich hier doch noch mal ein Sandwich. Wenn sie denn da ist, Chef mal. Ich hoffe, das Feuer wäre schön, schön, ne? Schön, schön. Schön, 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 schön. Schnipp, schnapp, schnibbel über. Ach, schnipp, schnapp, schnibbelkurs. Hopsa, nicht so schnell fahren, wenn die Polizei das sieht. Dort ist er gleich wieder krummelig. Ach, kennt sie ja, der Krummelmänner. So, was da vorne ist, der Elektromarkt, wo ist der. Funkgeräte gab. So, jetzt wollen wir hier quer durch die Stadt, das glaube ich eine gute Richtung. Der Baustelle, gönn mich mal die Baustelle, sag ich ganz ehrlich. So.
Gott, man fährt echt quer durch die City hier. Darf man da durchfahren? Ja, ne? Kann man schon parken, man steht ein bisschen weit weg, aber das geht schon. Das geht schon.